Wir stehen jetzt gerade mitten in Warthober und es schneit und wir haben da sehr viele Wartinnen und Warter hinter uns da. Der Johannes Strolz wird heute groß in der Gemeinde gefeiert. Es ist eiskalt in Wart, aber so soll es sein. Wir haben ja den Olympiasieger zu feiern. Der Johannes hat da unglaubliche Leistung hingelegt und natürlich wurde er heute von mir mit ausgezeichnet. Er ist ein Ausnahmeathlet, ein Bursch mit einem tollen Charakter. Es sind mehr als 1000 Leute heute gekommen, da haben wir in Wart, alle sind stolz auf ihn. Und es war mir eine wirklich große Ehre und eine große Freude, ihm das Sportehrenzeichen in Gold, die höchste Auszeichnung im Sport des Landes Vorarlberg, überreichen zu können heute. Und ja, es ist schon ein sehr, sehr besonderer Moment. Ich glaube, es wird gerade Sportgeschichte geschrieben. Und man hat es an der Stimmung gemerkt, einfach irrsinnig toll, was der Johannes geleistet hat. Noch einmal von meiner Seite einfach nur Gratulation. Wir sind schon sehr berührt auch von diesem Erfolg. Ja, es ist ein wunderschöner Tag. Also ich muss wirklich Danke sagen bei allen, die das organisiert haben, die da mithelfen, die das möglich gemacht haben. Und unglaublich, wie viele Leute das da sind und sich mitfreuen. Ja, es ist unglaublich schön, wenn man die leuchtenden Augen sieht von den jungen Menschen. Wirklich ein Traum, wenn man da etwas bewegen kann und bringt natürlich auch eine große Verantwortung mit. Und ich hoffe, dass die eine oder andere vielleicht auch einmal den Weg einschlagen können. Aber das Wichtigste ist einfach, dass sie die Freude der Bewegung haben. Und ich glaube, solche Sachen tragen dazu bei, dass Kinder gerne im Freien sind und sich bewegen.